So, dann laufen wir wieder. Und müssen den Kasra-Staff finden. Staff. Guck mal, niedrigstleveliges Legendary, was ich gefunden habe auf HC, war Level 16. Okay. Das war dann logischerweise beim Butcher. Es gibt ja auch craftbare Low-Level-Legendaries, ne? Gibt es? Aber ich glaube, viele Rezepte davon, also habe ich nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, ob man die überhaupt noch auf 70 finden kann oder ob das alte Rezepte waren oder so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, ich konnte irgendwas so im Level 30 Bereich bauen mal. Ich glaube ein Daibo oder irgend so ein Kram. Diese XP-Pool-Dinger funktionieren, glaube ich, auch noch als Heal, ne? Die haben beides. Mir wird gerade bestätigt, dass es diese Low-Level-Legendaries gibt, aber das lohnt sich, glaube ich. Also, das lohnt sich. Das ist halt, glaube ich, frühestens ab dem zweiten Char eine Option. Oh, ich habe ein Pack gefunden. Mit Baum. Ich mache erstmal den Baum platt. Und mit Molten. Und Eis. Nee, das sind nur, weil das Caster sind, haben die dieses Eis-Ding, Ach glaube so, ich. okay. Super gedroppt haben die. Und die hatten auch nur Mortar. Ah ja, genau. War gar nicht Molten. Ich sag ja, wir brauchen das Blackthorn-Set. Dann sind wir immun gegen alles, oder? Nee, nur Molten, Plagued und Desecrator, glaube ich. Der Stab ist doch an so einem Habe ich immer noch komischen. einen kleinen. An so einem Wagen, ne, oder? Genau, und der Wagen ist, glaube ich, hier irgendwo. Geht auch immer woanders wahrscheinlich. Legendaries. Nein, war blau. Bei mir gelb. Apropos gelb. Oh, Active Skill Category. Law Shouts. of Valor. Oh, der Shout ist auf jeden Fall schon mal gut hier. 25% weniger Schaden von den Gegnern. Und von mir gibt es 10% Haste, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, nee. Ja, das ist super. 8% Haste. Und ich habe auch jetzt schon Iron Impact für meinen Sprung. Dann kriege ich immer 50% mehr Rüstung. Pro Gegner, den ich getroffen habe, wenn ich lande, 50% mehr Rüstung. Das ist gut. Ja.
Für wie lange denn? 3 Sekunden. Aber es ist zum Abhauen halt auch spitzenmäßig. Wobei du dann natürlich dann eigentlich nicht in Gegner reinspringst, ne? Aber. Lässt sich vermutlich manchmal nicht verhindern. Oh. Jetzt tot nach so einer Falle, das wäre. Ich habe gerade überlegt, gibt es irgendwelche tödlichen Fallen? Es gibt auf jeden Fall im fünften Akt ein Event, der ganz leicht tödlich endet. Da muss man, glaube ich, irgendwie so eine Siege-Weapon beschützen oder so und dann stehen da so ein paar Engel Nummer, vor, ja, mit diesem roten Ding, ne? Ich weiß, wo du da hinter die Engel immer musst, ne? Ja. Obwohl ich es nicht geschafft habe, da zu sterben beim ersten Mal. Ich schon, doch. Oh, Champion Pack. Molten. Molten. Erstmal um die Ecke rennen. Um die Ecke, weil da trifft es einen noch weniger, ne? Better safe than sorry. Oh, wo kommt denn der Mortar her? Da. Ey, die droppen nichts Gelbes für mich. Alle immer nur blau. Schweine sind das. Totale Schweine. Ist so. Lightning Damage Increase. Brauche ich zwar nicht, habe ich aber jetzt. Auf Bresas. Was anderes gibt es wahrscheinlich auf Low Level nicht, ne? Elementarschaden erhöht. Theoretisch Amulette, aber. Viele droppen davon ja noch nicht. Kiste. Schatzgoblin. Gobbo, gobbo, gobbo. Erstmal angeschrien, als würde er zurückschreien. Also als würde er zurückschlagen. Wer weiß. Zack. Eines Tages werden die sich rächen. Naja, es gibt ja diese Gobbo-Rifts, ne? Aber da rächen die sich auch nicht, aber es gibt einen Rift-Boss, der aussieht wie so ein Gobbo. Ja, aber du hast ja auch, du kannst ja auch Fire Chains, Scheißdreck, Molten, Desecrator, Waller, Gobbus haben, oder? Nö. Also ich habe noch keine als Champion Pack gesehen, zumindest. Wäre auch ätzend, wenn die sich dann einfach wegbeamen, die Champion Packs. Wäre gar nicht mal so cool, meinst du? Wann gibt's den zweiten Skillslot, den passiven? 20, glaube ich. Ich glaube, alle 10 immer einen. Am Anfang halt. Und dann einen auf 70. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, 20, 30 und 70. For future reference, das kannst du auf den Skillslots nachgucken. Ja, aber nicht in Combat. Doch, wenn du S drückst in Combat. Aber das kannst du nicht in Combat drücken. Also du kannst es drücken, aber es passiert nichts. Doch, das Fenster geht auf. Nö, bei mir nicht. Nee? Hab ich doch gerade versucht. Da stand da, dass ich das in Combat nicht tun kann. Aha. Ja, du musst dich auf den Skill drücken. Das musst du nicht. Oder verstehe ich. Ach, das geht schon nicht, oder? Okay. Nee. War der Kampf schon vorbei. Ja. So schnell kann's gehen, ne? Schon wieder des Aals hier irgendwie. In Cover of the Eel. Heißt Eel Aal, bestimmt, ne? Mhm. Ich
Das Q-Rift, wo gerade im Chat nachgefragt wird, habe ich noch nie gehabt. Ich habe schon viele Rifts gemacht, aber Q hatte ich noch nie. Die Seitengänge auch machen? Ja, von mir aus. Schluss jetzt mal mit blauen Items, ey. Wir wollen nur noch gelb und orange. Die machen mich unnötig aggressiv, die blauen Items. Was als Barbarier wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist, aber... Hatte irgendwer von euch, die uns gerade zuschauen oder die das Video sehen, mal ein Gobbo Rift mit mehr als einem Gobbo Pack? Ich nämlich nicht mehr seit der Beta. Aber in der Beta, ne? In der Beta mehrfach, ja. Sogar drei Packs schon. So mit 9 Legendaries dann. Also überhaupt haben die mehr Legendaries gedroppt, die Gobbos in der Beta. Weil bisher, also im Moment, sind die Gobbos jetzt nicht gerade eine Top-Quelle für Legendaries. Wie alles niedergehackt wird hier, ey. So muss es sein. Ich weiß, diese Berserker, die mit der Keule schwingen, die haben mich auch das ein oder andere Mal das Leben gekostet. Auf Inferno. Ja. Vor allen Dingen die als Fast Champion Pack, das noch irgendein CC hat. Wenn du siehst, wie der ausholt und du weißt, du kannst jetzt gerade nichts machen, er wird dich treffen. Und vor allen Dingen, wenn du hörst, wie der ausholt. Sing! Sag mal, Venni, musst du immer so freaky reinkommen? Es war so ruhig und da habe ich mich nicht getraut zu reden. Ich dachte vielleicht... Es war nicht ruhig, wir haben die ganze Zeit gequatscht eigentlich. Also als ich mich entmutet habe, habe ich so 10 Sekunden nichts gehört. Und da dachte ich, ne, wer weiß, was passiert ist. Wir sind auf dem Weg zum Butcher. Hm. Ja, ich Field bin... Bash Rune unlocked, one on one. Ich bin auf dem Weg immer noch, immer mal wieder zum Einloggen, aber komme da nicht weiter an dieser Stelle. Wir ziehen dich. Du musst nur ein bisschen vorsichtig sein mit deinem Level 1. Ja, ja. NPNP. Wir stellen dann einfach auf Torment 1 und... Und sagen dir, ist sicher. Ich Town Portal ist sicher. Hardcore würde ich, glaube ich, auch wirklich nur in Gruppen spielen, die ich kenne, ey. Ja, das glaube ich auch. Meinst du, da gibt es Gruppen, die einen trollen irgendwie? Also, ah, das? Die hier meine ich als Champion Pack, die können unangenehm sein. Oh. Nein. Sie haben mich erwischt. Scheiße, ich bin schon wieder gefroren. Ich blende die. Mann, und dann droppen sie blau, ey. Kettenleggings. Kann ich dich eigentlich blenden? Nee, du bist immun. Boah, fett Loot gehabt, der Gobbo. Ah. Wieder ein Crossbow.
habe mich gerade gefragt, wie hart wohl diese Äxte zuhauen. Aber du hast es getestet. Naja, ich habe ja nicht jetzt gefährlich. Ich habe jetzt 200 Wit und 50% davon als Rüstung. Ich kriege ja. Welche Toughness hast du jetzt? Weniger als du, glaube ich. Ja, 3779. Also, das ist fast genauso viel wie ich habe. Und ich habe kein Schild an. Ja. Jetzt noch ein Schild anleg. Dann wird's noch krasser, meinst du? Davon ist auszugehen, ne? Steve, sind SSDs abgeraucht? Das ist ziemlich bescheiden. Beziehungsweise nicht SSDs, sondern irgendwie ein RAID-Controller in seinem Server. Oh, scheiße. Ich weiß halt nicht, was die da für ein System haben. Also hier der Edo, was der da gemacht hat. Bei uns wird es da Backups geben, aber das weiß man ja nicht. Und irgendwie geht mein Facebook-Chat auch nicht, geht alles nicht. Alles geht im Bach runter hier. Oh. Mit der Keule und dann Mortar, ne? Das ist eigentlich eine unangenehme Kombo. Also war es zumindest mal, weil du kannst halt nicht nah dran, weil die so hart zuhauen und aber auch nicht weit weg. Ja. Kannst du jetzt was Tolles herstellen, lieber Schmied? Ein Helm. Kannst du auch eine Hose, nur blau. Egal. Ich könnte mal einen Helm mit Sockel gebrauchen, ey. Hast du schon Steine? Ja, von dem 41er halt. Also nicht, dass ich sie benutzen würde. Was willst du denn für einen Stein reinpacken? Cooldown-Reduktion? Oder Leben? Nee. XP. Ich glaube, ich würde Leben reinpacken. Hast du dieses göttliche Stärke jetzt immer noch drin als Passiv? Nee, ich habe ja keine Zweihandwaffe. Hätte ja trotzdem sein können. Du es aus Versehen drin hast, wird dann eigentlich auch 15% Bewegungsgeschwindigkeit abgezogen, wenn du keine Zweien trägst? Lese ich mir gleich mal durch. Weiß ich nicht. Erstmal seine Kiste ausrauben. Was gibt's hier? Einen Helm, den ich mir nicht leisten kann, der aber auch nicht besser ist als meiner.
Und Handschuhe, die auch nicht besser sind. Und Ringe, die ich mir nicht leisten kann, die besser sind. Weil ich nur einen trage. Aber egal. Und Amulette. Soll ich dir ein Amulett kaufen? Nö. Oh, ich habe ja einen Ring gefunden. 10 Life After Each Kill. Fett.